Hallo, hier ist Muho wieder. Bevor ich weitermache mit Penetré und ich, den Gesprächen zwischen einem Mittelschüler und seinem Kater, möchte ich kurz eingehen auf eine E-Mail, die mir vor ein paar Tagen zugeschickt wurde. Und es geht darum, um die Frage, wie die buddhistische Lehre von der Substanzlosigkeit, die jeden von uns selbst auch betrifft. Das heißt, der Buddhismus lehrt, es gibt kein Ich. Wie ist diese Lehre zu vereinbaren mit dem Gedanken der Wiedergeburt? Gute Frage, finde ich. In der E-Mail heißt es unter anderem: Was mir nicht klar ist, ist, inwiefern die buddhistische Auffassung von einem Geist, der den Tod überlebt, sich von einer universellen Seele, wie im Fall vom buddhistischen, hinduistischen Atman, unterscheidet. Um eine ganz banale Metapher zu machen, kann man vielleicht an die buddhistische Auffassung vom Geist denken, das heißt an eine Fähigkeit, aufmerksam, achtsam und bewusst zu sein. So wie man an den Strom denken würde, der durch eine Reihe von Glühbirnen fließt und erleuchtet. Also diese oder ähnliche Metaphern werden, glaube ich, häufig von buddhistischen Lehrern verwendet, wenn sie versuchen, die Ichlosigkeit mit der Wiedergeburt zu vereinbaren. Dann heißt es, dass jede Glühbirne natürlich verschieden ist. Also es wird nicht die Glühbirne wiedergeboren, aber es gibt etwas, was die Glühbirnen verbindet. In diesem Fall der elektrische Strom. Oder ich habe auch schon die sehr ähnliche Metapher von Fernsehern gehört. Also der Fernseher ist in jeder Wiedergeburt ein anderer. Der hat keine Substanz, aber es gibt ein Programm. Und es geht letztlich den buddhistischen Praktizierenden darum, das Programm abzuschalten. Das wäre dann das Nirvana. Und solange man kein Nirvana erlangt, wird es auch in der nächsten Wiedergeburt wieder einen Fernseher geben. Und nicht der Fernseher ist die Wiedergeburt dieses Fernsehers, aber das Programm läuft halt immer noch. Ja, und dann eben auf dem anderen Fernseher. Und der Fragende stellt dann die Frage eben, was ist aber hier anders als eine universelle, ursprüngliche kosmische Seele? Okay, wir sagen dann zwar als Buddhisten, die Glühbirnen haben keine Substanz, aber wir brauchen dann eben die Metapher von dem elektrischen Strom oder im Fall der Fernseher von dem Programm. Was unterscheidet diesen Strom oder das Programm vom Atman, von der ursprünglichen kosmischen Seele? Und noch, wie können wir eine buddhistische Lehre von der Selbstlosigkeit haben und trotzdem an ein ursprüngliches Selbst denken? Es kann bestimmt sein, dieses sind alles blöde Fragen und meine Unfähigkeit zu verstehen liegt an meinem Hintergrund und Philosophiestudium und an meinem aktuellen Vorzug für einen naturwissenschaftlichen Ansatz beim Verstehen unserer innerlichen und äußerlichen Welt und so weiter. Ich habe, glaube ich, besonders in meinem Buch von dem Regenbogen, der ins Meer zurückkehrt, geschrieben über mein persönliches Verhältnis zum Wiedergeburtsgedanken. Also ich weiß, dass es viele Buddhisten geben, die diesen Gedanken oder die Lehre von der Wiedergeburt sehr ernst nehmen und da dann auch im buchstäblichen Sinne daran glauben. Besonders für die tibetischen Buddhisten ist diese Lehre, glaube ich, sehr wichtig und für die Theravada-Anhänger eigentlich auch. Das heißt, es sind vor allem die Zen-Leute, für die die Frage, gibt es eine Wiedergeburt oder nicht, eigentlich sekundär ist.
Ich kenne viele Zen-Buddhisten, die diese Lehre direkt verleugnen und sagen, das ist Hokuspokus aus den alten Zeiten noch vor dem Buddha. Und der Buddha hat diese Lehre in seinen Lehrreden verwendet, weil das damals Common Sense war in Indien. Aber wenn er einmal direkt darauf angesprochen wurde, ja, gibt es ein Leben nach dem Tod oder nicht? Da hat sich der Buddha nicht klar drüber geäußert, zumindest so wie ich das mitgekriegt habe in den Sutren. Das Beispiel, das er dann immer verwendet, ist das von einem Giftpfeil. Hier in diesem Moment bist du getroffen worden von einem Giftpfeil. Stell dir das vor. Würdest du dann fragen, wer hat diesen Giftpfeil geschossen? Aus was für einem Holz ist der Pfeil gemacht? Mit welchem Gift ist der Pfeil bestrichen worden? Warum hat derjenige den auf mich geschossen? Welcher Kaste gehört er an? Und so weiter und so weiter. Nein, wenn dich der Giftpfeil getroffen hat, alles, was du zu tun hast, das, worum es dir zu gehen hat, ist den Pfeil aus deinem Fleisch rauszuziehen und das so schnell wie möglich. Das heißt, der Punkt, um den es dem Buddha geht, ist, wie gehst du mit dem Leiden in diesem Leben um? Und das war für mich eigentlich auch immer die wesentliche Frage, wie lebe ich dieses Leben oder wie lebe ich diesen einen Tag? Und was morgen kommt, das ist eine Frage, mit der ich mich morgen beschäftigen kann. Insofern, ich habe keine Probleme damit, wenn es wirklich eine Wiedergeburt geben sollte und es gibt ein nächstes Leben. Gut, das werde ich auch noch überleben, schätze ich mal, ne? Und wenn es kein nächstes Leben gibt, dann löst sich das Problem mit dem Tod. Insofern, ich bin in beide Richtungen vollkommen offen. Persönlich tendiere ich eher, so wie der Fragesteller wahrscheinlich auch, zu der Auffassung, dass sich im Buddhismus mit der Lehre von der Selbstlosigkeit eigentlich der Wiedergeburtsgedanke erledigen müsste. Aber ich bin offen. Ich bin offen. Also, wenn ich in 100 Jahren oder wahrscheinlich schon früher, in 30, spätestens 40 Jahren eines Besseren belehrt werde, okay. Okay, und wenn ich dann wegen meines Unglaubens in die Hölle fahren sollte, warum nicht? Warum nicht? Da werde ich Gesinnungsgenossen finden, mit denen ich Sazen praktizieren werde in der Hölle. Ich habe dem Herrn, der mir die E-Mail geschickt hat, eine Antwort geschrieben. Die werde ich auch noch kurz vorlesen. Die geht so: Lieber Herr, Sie sind nicht der Einzige, der Schwierigkeiten hat, die Lehre von der Ich- oder Selbstlosigkeit mit dem Wiedergeburtsgedanken zusammenzubringen. Wenn es kein Ich gibt, was wird wiedergeboren? Wenn es kein Ich gibt, wer ist sich dessen bewusst, dass der Muho gerade am Computer schreibt? Also das sind, glaube ich, zwei ganz verschiedene Fragen, die gegensätzlichen Fragen. Die erste Frage, die geht so ein bisschen in die Richtung, was auch der Fragesteller andeuten will, wenn der Buddhismus recht hat, dass es kein Ich gibt. Und davon gehen wir als Buddhisten aus. Was wird wiedergeboren? Da kann nichts wiedergeboren werden, also brauchen wir eigentlich die Lehre von der Wiedergeburt nicht. Die zweite Frage geht aber jetzt in die umgekehrte Richtung. Wenn der Buddhismus wirklich recht damit hat, dass es kein Ich gibt, da ist ja trotzdem dieses Bewusstsein von mir, wenn ich am Computer schreibe, oder ich bin mir bewusst,
wie der Muho jetzt in die Kamera spricht und was er da spricht. Und da sitzt wahrscheinlich jetzt jemand, der den Muho sieht und sich bewusst ist dessen, was er den Muho da sprechen hört. Das bin aber nicht ich. Komischerweise. Komischerweise bin ich mir des Bewusstseins von Muho bewusst, aber das ist alles. Das ist alles. Und ich habe jetzt, weil es keine andere Möglichkeit gibt, in der deutschen Sprache gesagt, ich bin mir dessen bewusst. Ich hätte auch sagen können, da ist dieses Bewusstsein und nichts außer diesem Bewusstsein. Und das ist ein Bewusstsein, das ich Muhos Bewusstsein nenne oder mein Bewusstsein. Deshalb, wenn man mich fragt, wer bist du, antworte ich auch mit Muho, denn es sind nur Muhos Augen, durch die ich diese Welt sehen kann, und nur Muhos Ohren, mit denen ich hören kann, und nur dessen, was direkt aus Muhos Mund kommt. Das fühlt sich so an, als ob das das ist, was ich gesprochen habe, oder? Ich weiß in der Regel schon ein paar Sekunden im Voraus, was da so aus Muhos Mund kommen wird. Und im Fall meiner Frau, da bin ich oft überrascht, was die so zu sagen hat. Insofern, ja, dieser hartnäckige Glaube, da ist einer, der sich seiner selbst bewusst ist, und in meinem Fall ist das Muho. Also die zweite Frage, die ich dem Fragesteller in der Mail stecke, geht eigentlich in eine umgekehrte Richtung. Stimmt das denn überhaupt mit der Ichlosigkeit? Und wenn es stimmt, was bedeutet es? Also ich lese das nochmal kurz. Wenn es kein Ich gibt, was wird wiedergeboren? Also hier die Frage, stimmt das überhaupt mit der Wiedergeburt? Und die zweite Frage, wenn es kein Ich gibt, wer ist sich dessen bewusst, dass der Muho gerade am Computer schreibt? Also die Frage hier, stimmt denn das mit der Ichlosigkeit? Was wird denn da überhaupt behauptet? Und wenn es kein Ich gibt, was ist dieses Bewusstsein? Woher kommt dieses Bewusstsein? Woher kommt es, dass es unter den 7 Milliarden menschlichen Bewusstsein und den Bill und Trilliarden anderer Bewusstseine nur eines gibt, das sich von den anderen radikal unterscheidet, nämlich dadurch, dass es mein Bewusstsein ist. Also hier die Frage, und darüber habe ich auch in vergangenen Videos schon gesprochen, es gibt Bewusstsein in der Welt. Und eine interessante philosophische Frage ist natürlich, warum gibt es Bewusstsein in der Welt? Aber eine noch interessantere Frage ist, warum gibt es zumindest in diesem Moment heute ein und nur ein Bewusstsein, das sich von den anderen Bewusstseinen dadurch unterscheidet, dass es aktuell tatsächlich bewusst ist und keiner von uns mit gesundem Menschenverstand würde wahrscheinlich leugnen wollen, dass es auch noch andere Bewusstseine gibt, die sich wahrscheinlich auch bewusst sind, aber sie sind sich nicht in diesem Moment aktuell bewusst. Und normalerweise drücken wir das so aus, ich bin mir meines Bewusstseins bewusst und ihr seid euch eures jeweiligen Bewusstseins bewusst. Aber woher kommt das überhaupt, dass es so ein Bewusstsein gibt, das in diesem Moment tatsächlich bewusst ist? Und nur eins eben. Wie kommt es, dass, wenn die Esoteriker Recht damit haben sollten, dass wir alle eigentlich alle eins sind, dass wir alle eins sind mit dem kosmischen Bewusstsein, und Ähnliches wird auch immer wieder von Buddhisten gesagt. Wenn das stimmt, wie kommt es, dass ich mir nicht der ganzen Welt, des ganzen Kosmoses bewusst bin? Und wie kommt es, dass wahrscheinlich keiner von euch wirklich genau weiß,
was in meinem Bewusstsein sich jetzt abspielt. Wie kommt das? Und weiter mit meinen Fragen in der Mail. Oder anders gesagt, warum kann man sich immer nur eines Bewusstseins bewusst sein, während die anderen Bewusstseine nur in der Vorstellung dieses einen Bewusstseins existieren? Und ist eine Welt möglich, in der es kein so radikal verschiedenes Bewusstsein gibt? Was ich hier mit radikal verschiedenem Bewusstsein meine, eben dieses Bewusstsein, das mein Bewusstsein ist. Ist eine Welt vorstellbar, in der es kein Bewusstsein gibt, das mein Bewusstsein ist? Oder noch platter gesagt, ist eine Welt möglich, in der es mich nicht gibt? Mich als dieses Bewusstsein. Und die Antwort liegt auf der Hand, nämlich, ja, natürlich ist eine Welt möglich, in der es diesen Muho nicht gibt. Zum Beispiel vor 50 Jahren. Und in 50 Jahren wird es ebenfalls eine Welt ohne Muho geben. Also eine Welt, in der es zwar Bewusstsein gibt, aber kein Bewusstsein, dessen ich mich tatsächlich bewusst bin. Also zum Beispiel die Welt, bevor ich geboren wurde, oder die Welt nach meinem Tod. Die Antwort scheint klar zu sein. Natürlich gibt es eine solche Welt, und die allermeiste Zeit der Weltgeschichte gab es mein Bewusstsein nicht, auch wenn es Bewusstsein gab. Die Frage bleibt, aber woher kommt dann dieses mein Bewusstsein? Was macht diese 70 oder 80 Jahre der Weltgeschichte so besonders? Dass es nicht nur Bewusstsein im Universum gibt, sondern auch ein Bewusstsein, dessen ich mir tatsächlich bewusst bin. Eine Antwort könnte sein, dass es dieses, das heißt mein Bewusstsein, immer gegeben hat und immer geben wird. Immer wenn sich etwas seiner selbst bewusst ist, werde ich mir meiner selbst bewusst sein. Dazu bedarf es aber der Wiedergeburt. Denn das, was ich eben gesagt habe, immer wenn es Bewusstsein in der Welt gibt, bedeutet das, dass ich mir meiner selbst bewusst bin. Das Bewusstsein, solches Bewusstsein gab es ja schon, bevor der Muho geboren wurde, 1968. Solches Bewusstsein wird es auch nach dem Tod von Muho geben. Das heißt, wenn nach meinem Tod Bewusstsein existiert und es soll mein Bewusstsein sein, dann muss da ein Träger dieses Bewusstseins sein. So wie ja, der Strom, der Glühbirnen verbindet oder das Programm, das zwei Fernseher miteinander verbindet. Allerdings muss man dazu noch weitergehen. Dazu bedarf es aber der Wiedergeburt und nicht nur der Wiedergeburt im herkömmlichen Sinn, sondern sogar der radikalen Idee, dass ich irgendwann an irgendeinem Ort einmal jedes Bewusstsein werde, das es im Universum gibt oder gab oder geben wird. Ein schwindelerregender Gedanke. Aber zurück zu Ihrer Frage. Wie kann man die Lehre von der Ich- oder Selbstlosigkeit mit dem Wiedergeburtsgedanken zusammenbringen? Die Antwort: Ich bin so ratlos wie Sie. Ja, ich werde den Text nochmal hier drunter pasten für alle, die sich das in Ruhe nochmal durchlesen wollen. Also es überschneidet sich, glaube ich, mit vielem. Auch von dem, worüber sich Penetré mit dem Mittelschüler unterhält und auch von vielem, was ich bisher in alten Videos gesagt habe, besonders in den englischen, wo es um die Frage Who am I geht oder auch in den englischen Videos über God and Zen habe ich über diese Dinge gesprochen. Also für die Philosophen unter den Zuschauern vielleicht ganz interessant. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.